Trejosch, eb. Bescheuert rückwärts. Ja, endoplasmatisches Retikulum. Molukiter Sichitam Salpodne. Molukiter Sichitam Salpodne. Ja, bei mir ist es dann irgendwann so, dann, ich kann das manchmal wirklich rückwärts schneller sprechen als vorwärts, ist mir mal aufgefallen. Ich weiß nicht, vielleicht war sich mein Gehirn da mehr anstrengend oder was, sich da mehr drauf konzentriert. Ich habe keine Ahnung, ey. Mein Gehirn ist irgendwie so, ich weiß nicht, ey. Kollege sagt schon mal Elefantengehirn. Es ist ein bisschen verwirrt, glaube ich, manchmal, aber irgendwie so, ich kann mir wirklich Sachen gut merken, auch auswendig lernen und so, das konnte ich immer schon gut. Und was natürlich immer ein großer Vorteil ist, so habe ich mal gelesen, so Rückwärtssprecher, die können auch oft gut rechnen, so Kopfrechnen, das kann ich mir auch recht gut. Und Sprachen, so Englisch, Französisch, Latein habe ich gehabt, das soll wohl auch helfen. Also bin ich wahrscheinlich für so Kandidaten rückwärts sprechen der Perfekte eigentlich dafür, ne? Wenn ihr jetzt natürlich nicht so gut Sprachen könnt, dann Learning by Doing. Immer üben, üben, üben. Das ist ja auch nur irgendeine Statistik, die mal irgendein Psychologe oder was weiß ich, wer das war, in die Welt gesetzt hat. Das habe ich mal irgendwo im Internet gelesen. Das heißt ja nicht, dass nicht so einer wie ihr, so ein Otto-Normalverbraucher. Otto, rückwärts. Otto, nicht Otto. Wird ja anders ausgesprochen, ne? Otto. Otto. Ja, lustiges Wort, ne? Ja, und so tastet man sich dann heran, so, und ich finde es wahnsinnig lustig. Ich habe da so viel Spaß mit am Tag. Auch schon öfter ja im Radio gewesen. Im Fernsehen war ich mal damit, bei Genial daneben habe ich da so einiges rückwärts gequatscht, ne? Hat auch gut geklappt, wirklich, ne? Und ach, das ist so lustig. Die Leute bringst du so zum Lachen. Da habe ich hier den Matze Knob, ne? Das ist ja hier so auch Comedian, ne? Der war total fertig. Der konnte das gar nicht verstehen, dass man sowas kann, ne? Und der ist ja auch schlau, ne? Der kann ja auch gut auswendig lernen und so Leute imitieren und so. Und auch so ein bisschen ist er vielleicht sogar ein Vorbild für mich, weiß ich nicht. Also ich mag den auch. Den konnte ich immer schon gut leiden, ne? So, dann hat er früher gesungen. Super Ricci, komm zu mich gefliegt. Ja, der saß dann so im Studio auf einmal neben mir, wusste ich ja vorher gar nicht, wer da ist alles. Und dann so die anderen da, so die Heller von Sinnen und Hugo Egon Balder, ja, da habe ich dann dem seinen Namen auch mal irgend aus dem Stegreif rückwärts gesagt, ne? Redla Bnoge Ogu! Und solche Sachen alles so spontan dann immer. Und das ist halt die Stärke auch. Das mache ich richtig gerne, so spontan. Das kann, glaube ich, keiner so. Ich habe das mal versucht, auch so aus dem Ausland oder so, eben so Rückwärtssprecher. Es gibt wirklich auch ganz, ganz wenige nur, die es auch überhaupt so können, auch lange Sätze oder so. Und aber das Spontane, so auswendig lernen.